Ich habe einen Randomizer 6 Pokémon für mich auswählen lassen, um damit anschließend Troy zu besiegen. Ob ich das geschafft habe und wie mein Team aussah, schaut gerne selbst. Alles klar, so, 6 Pokémon werden generiert. Bis Carlos, legendäre dürfen, nicht vollentwickelte dürfen und die Spells werden angezeigt. 6 Pokémon werden generiert, die wir für den Kampf benutzen. Wir haben, relativ coole Pokémon. Wir haben einmal Mewtwo, wir haben, ich weiß gar nicht, wie der Color, ich weiß nicht, wir haben gerade Dragonier, ganz geil. Können wir mit Evoliten spielen, Nasknet, also die Weiterentwicklung Voluminas. Rhydon und Minfu. Ist auf jeden Fall ein cooles Team. Mal schauen, ob wir damit Troy ordentlich auf die Schnauze hauen können. Bis gleich. Also Freunde, da sind wir. Auf geht's zu Troy. Team habt ihr gesehen. Ist ein bisschen random, aber mal schauen. Vielleicht kriegen wir was Gutes hin. Gegen den guten Troy. Ich bin gespannt. Also Troy ist jetzt nicht gerade eine leichte Hausnummer. Ich meine, Cynthia hat ein paar Schwachstellen im Team, hat zwar OP-Pokémon, aber ein paar Schwächen im Team. Troy nicht wirklich. Also Troy ist da nochmal eine andere Hausnummer. Bin gespannt, wie das Ganze wird gegen unseren guten Champ Troy. Wie immer, Pokémon sind den Level angepasst. Also ich glaube, Troy hat alles auf Level 77, außer sein Metagross. Das gleiche habe ich auch, nur mit meinem Mewtwo. Voluminas ist hier das erste Pokémon, Freunde. Wir gehen direkt mal auf die Tarnsteine, dass wir das erstmal haben. Geht auf die Stachler, wie auf die Tarnsteine. Ja, ist auf jeden Fall funny. So, Tarnsteine sind draußen. Alright, gut. Ja, Steinhagel wird jetzt nicht so viel bringen. Dennoch machen wir es trotzdem. Stahlflügel setzt er jetzt ein. Das resisten wir relativ gut. Also das sollten wir tanken. Steinhagel kommt durch. Wie viel Schaden macht das? Ja, fast nichts, ne? Also war mir schon klar, dass es ein bisschen weniger macht. Ach, ich will aber eigentlich... Will ich switchen? Eigentlich nicht, ne? Eigentlich will ich jetzt noch nicht switchen. Wir könnten in Dragonier, ich glaube gegen Dragonier hat er nichts unbedingt. Da könnten wir nämlich auf den Donnerblitz gehen. Ah, aber der Stachlerschaden. Naja, wir probieren es mal aus. Wir switchen mal rein. Wieso nicht? Wieso nicht? Donnerblitz wird, denke ich mal, schon schmecken. Panzer-Ero hat mir schon immer Probleme gemacht, wenn ich gegen Troy gekämpft habe. Schon damals, Alter, gefühlt damals. Okay, Stachler jetzt nochmal. Also jetzt liegen schon zwei Schichten Stachler. Oh, wir können auch Eisstrahl. Oh, könnten wir auch machen. Maybe sogar smarter. Ja, maybe sogar smarter. Wir gehen mal auf Eisstrahl. Vielleicht haut das ordentlich rein. Ah, okay, es geht. Toxin haben wir abgewehrt. Und jetzt gehen wir mal auf Donnerblitz. Gib ihm. Und... Sehr nice, okay, sehr effektiv. Da haben wir das Panzer-Eron down. Und das nächste Pokémon kommt, Rockara. Das ist das Steinvieh. Ganz ehrlich, da bleiben wir drin und gehen auf Surfer. Ich habe doch Surfer auf Dragonier. Das sollte passen. Das sollte passen. Let's go, Surfer. Und rein da. Surfer kommt durch. Und ja, war okay vom Schaden. Oh, Mondgewalt. Feenattacke. Überleben wir, weil es kein Step ist. Sonst wären wir da ein bisschen sehr, sehr tot. Spezialangriff sinkt. Das ist natürlich schlecht. Ich denke aber trotzdem, dass der Surfer jetzt töten wird. Ich denke schon, dass er trotzdem töten wird, oder? Ja, okay, sehr gut. Dann müssen wir auf jeden Fall switchen, weil Dragonier voll auf Dinge aufgebaut ist. Also voll auf, ne, Death und sowas. Stolos, okay. Gehen wir in Caradonis. Ich weiß gar nicht, hat Caradonis eine geile... Ich glaube, er hat Nahkampf, oder? Sollte er haben. Also hoffe ich zumindest, dass ich ihm Nahkampf gegeben habe. Ja, wir bekommen beide Schaden. Ich von den Stachlern, er von den Tarnsteinen. Ja, Nahkampf haben wir. Wir gehen auf Nahkampf. Caradonis setzt Nahkampf ein. Und wird das reichen? Es reicht natürlich. Okay, alles klar. Nächstes Pokémon down. Kommen wir zu den letzten drei, glaube ich, oder zu den letzten zwei. Ich weiß gerade gar nicht. Ich glaube noch drei, ne? So, Lepumentas, Psycho. Boah, da haben wir eigentlich nicht wirklich was gegen. Also so Unlicht oder sowas. Warte mal. Check mal kurz die Attacken. Okay, wir hätten Abschlag. Aber wir haben halt auch Nahkampf eingesetzt, ne? Ja, komm, bleiben wir erstmal drinnen und gehen auf Abschlag.
So. Gehen wir auf. Obwohl, wir könnten halt auch. Naja, nee, Abschlag ist schon. Hä? Ach, ich habe Wahlglas drauf. Das ist natürlich schlecht. Dann Nahkampf und fertig. Dann gehen wir einfach auf Nahkampf und ja, nicht sehr effektiv, aber was soll man machen? Dann opfern wir den einfach oder versuchen ihn besser gesagt zu opfern. Boah, Reflektor, das ist natürlich sehr schlecht. Oder switchen wir? Ja komm, wir switchen. Wir gehen auf... Boah. Sollen wir auf Rizeros gehen? Dann einfach... Boah, der Schwebe, ich weiß gerade gar nicht. Und dann auf EQ oder sowas? Ah, schwierig. Oder wir können natürlich in Dragonier und Surfer. Dann lass uns das machen. Dragonier und Surfer. Das könnte auch ganz okay sein. Ich hoffe, dass er jetzt keine Attacke macht, die tötet. Sondersensor. Ja, okay, auf Maybe sind wir auch dead. Oh mein Gott, wir haben es getankt, Junge. Ich habe Dragonier zum Glück defensiv gebaut. Surfer kommt durch. Maybe tötet das? Es tötet, jawohl, let's go, okay. Sehr, sehr nice. Gut, das ist schon mal sehr, sehr gut. Aerodactyl. Aerodactyl. Könnten wir drinnen bleiben und noch einen Surfer machen? Ich glaube aber, er outspeedet, ne? Das wird das Problem sein, dass er halt outspeedet. So, okay. Durch da! Ja, er wird outspeeden, das war klar, okay. So, Gesteinflug. Gesteinflug. Was habe ich auf dem Mewtwo drauf? Ich habe Flammenwurf, Donnerblitz. Könnte Donnerblitz machen? Könnte Donnerblitz machen? I mean, besser als nichts. Von dem Tarnsteinschaden oder Stachlerschaden. Besser als nichts, Leute. Donnerblitz, let's go. Come on. Jawohl, let's go, wir haben ihn, okay. So, sein Bossmonster. Meta-fucking-Gross. Meta-Gross. So, möchte ich wechseln. Psycho. Ich meine, ich habe hier auf dem hier Abschlag, ne? Dann könnte ich ihm die... Es wäre lustig, wenn ich ihm den Megastein wegnehmen könnte, aber ja, die Mega triggert ja zuerst. Schade, das wäre funny gewesen. Okay, Meta-Gross ist drinne. Okay, wir haben ja Wahlglas, das heißt, wir werden ordentlich Schaden machen. Abschlag, let's go. Da haben wir ihn. Mega, Metagross. Let's freaking go. Abschlag kommt durch. Macht okayen Schaden, macht guten Schaden, ja. Uns aber auch, ne? Mit seiner Psycho gegen Kampf ist das auf jeden Fall, ne? Schwierig, aber... Sollte dennoch machbar sein. Wenn ich jetzt auf Mewtwo gehe und einfach so einen Flammenwurf raufballer, dann sollten wir es doch haben, oder? Mewtwo wird doch mit Leben Orb, Mewtwo Flammenwurf. Ja, das wird töten, oder? Das wird safe töten. Let's go, Flammenwurf. Und... Ja, das sollte es sein. Das soll es gewesen sein. Let's go. Geil, wir haben Troy auch besiegt. Let's go. Und nur ein Verlust. Besser als letztes Mal. Letztes Mal ist ein bisschen mehr gestorben. Diesmal haben wir es mit relativ wenig Pokémon geschafft. Wir sind Champion, Freunde. Ich hoffe, es hat euch gefallen, Freunde. Bis zum nächsten Mal. Peace out.